Alter, leck das. Willkommen zu einer weiteren Folge. Der Part könnte etwas kürzer werden. Hier geht es aber nicht weiter. Und hier auch nicht. Und den Dreh haben wir anscheinend letztes Mal geskippt. Fängt ja super an. Die Folge könnte, by the way, kürzer werden, so. Nur zur Info. Heute ist auch endlich mal wieder ein Video hochgeladen worden auf dem Kanal. Nach über einem Monat Pause. So, Beautyfly besiegt. Bringen sie aktuell alle auf 52. Hier frisst mein Sucker Punch. Ist noch einen Zucker Punch. So, die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Hier anscheinend nicht. Was wird es? Vorhin da sagt mir, dass es da weitergeht. So. Dann könnte es sein, dass der Part tatsächlich kürzer wird. So, Roselia. Und hier sagt es mir auch noch, dass es da lang geht. Ich laufe mal zurück. Ich nehme euch auch bei der Wake-up mit, weil einfach weil ich gar keine Zeit habe, großartig zu schneiden. Ne, jetzt, wo die Schule wieder angefangen hat, ist weniger Zeit für Videos. Ne? Und während die Fire Emblem Parts bei 50 Minuten mittlerweile sind, ja, kann ich das bei Pokémon nicht so machen. Ne, bei Fire Emblem habe ich mir halt vorgenommen, ein Kapitel pro Part. Hier hingegen habe ich mir gar kein Ziel gesetzt, so. Ne? So, Wing Attack. Bald sind die alle 52.
Dann freuen wir uns alle drauf. So, Kevin haben wir besiegt. Ein richtiger Kevin war das. Okay. Ist hier noch irgendein Ausgang aus Serenity City? Da oben ist das hier. Hier noch. Zum Mount Ice Storm. Und scheint das mit Dragon Breath Gedöns nur ein Rückweg zu sein. Warum hören wir mir dann die Schilder, dass sie sagen, dass ich dorthin kann? Baniri. Leon. So, one hit. Pidgeotto, okay. Die ganzen Autos mal wieder, ne? Um 22:35 Uhr. Geil. Immer wieder geil. Können wir uns wieder ein paar blaue Flammen oder silberne Flammen. Ich dachte gerade kurz, das wäre Ruheort. Und ich habe mich gefragt, hä, warum setzt das auf mich ein? Das geht doch gar nicht, aber ja, das ist Daunenregen oder wie auch immer das heißt. Nur scheiße, ich muss schnell zurück zum Pokémon Center. Er hat gar keine AP mehr für Sucker Punch, die einzige Attacke, mit denen er nicht Geist-Pokémon treffen kann. Ich weiß gar nicht, was Downreigen senkt. Ich glaube, die Init bringt aber nicht viel, wenn ich die ganze Zeit eine Prio-Attacke einsetze. Auf jeden Fall haben er hier und Kampfschiff beim nächsten Mal auch 52, dann sind alle auf dem gleichen Level. Die können sich dann wieder darum betteln, wer als erstes overlevelt ist, so dass ich ihn nicht mehr nutze. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir zu diesem Eisberg-Gedöns müssen. Mir wird ja nicht gesagt, was ich machen muss. Bisher ist die Story genauso krass wie ein Schwert und Schild. Nur dass es am Anfang ein bisschen Story gab. Und gefühlt hat auch jede Stadt eine Arena. Immer diese NPCs im Weg, ne? Immer. Das Proportion, nice. Den Surfer, den haben wir. Nehmen wir kurz, weil ich es austesten will. Okay. Ich muss so oder so wahrscheinlich gegen sie kämpfen, deswegen kämpfen wir auch jetzt gegen sie. Es ist sehr selten, dass man dem Trainer ausweichen kann. So, wenn die so platziert sind.
Okay, bei dem muss ich nicht mal Sucker Punch einsetzen, bei dem kann ich einfach Shadow Ball machen. So, und sein ist der noch nicht auf 52 ist, Kampfchef. Manschlecks. So, jetzt ist ja egal, auf wen ich gehe, ne? So, Glamiao. Komm, Markus, mach du das. Gönn den Surfer. Aber wisst ihr was? Ich bring ihm jetzt Erdbeben bei. Oder? Spezialangriff war höher. Ich weiß gerade nicht, ob das auch so unterteilt ist, ne? Ich gucke ein andermal, jetzt habe ich gerade keinen Bock. So. Da geht's um Mount Dysturm, okay. Hoppip. Hier ist ein Hyperball. So, gehen wir jetzt zum Berg. Best Cheerleader Serie, okay. Dann zeig mal, was du drauf hast, Michelle, mit deinem Kadabra. Ich habe jetzt mal Fabio vorne einfach, weil ich das Gefühl habe, dass ich den viel so selten nutze. Den habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr benutzt, einfach weil der erste war, der overlevelt war. Aber sein Moveset ist jetzt auch nicht so gut. Beautyfly. Wenn ich mich auch überlegen, soll ich ihm T-Ball beibringen oder nicht? Das ist eine harte Entscheidung.
Lino, du bist so süß, aber bitte geh weg. Wie gesagt, tut mir leid fürs Speeden, aber ich könnte so safe hier out of bounds gehen. Wenn der Baumstamm richtig stehen würde. Und ich. Also, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. So, dem Käfertrainer können wir easy ausmischen. Oder auch nicht, wie ich gerade sehe. Panzeron Gyarados läuft bei der Route. Nur ein Pokémon, okay. Hat er nicht auch noch Technik als Fähigkeit? Das kann gar nicht gehört. Ja doch, gehört selbst zu den Attacken, die davon verstärkt werden. Jeder Attack unter Stärke 60 nämlich. Und trotzdem hat es so 2 KP gemacht. Stimmt, kann ich ja nicht bekommen. Mount Ice Storm. Viele Berge es in letzter Zeit gibt. Also hier habe ich so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Eisschwäche, 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 Eisneutral. Okay, Vaporeon, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Cloyster. Grafarik. Du hast das Gefühl, deine Idee, den wir heute noch nicht eingesetzt haben, deswegen bist du dran, Karl. Oh mein Gott, ich erinnere mich gerade zurück an meinen 10 Pokémon, 10 Normal-Pokémon, die eine Mega-Entwicklung verdient haben, Video. Da war Girafarik drin. Ich wollte den zu einem Giftdrachen-Typ machen. Ich habe damals wohl Mega-Entwicklungen nicht richtig verstanden. Und ich sollte einen Schutz aktivieren. Ich habe mir die ganze Zeit im Kampf gedacht, so, aktivieren Schutz, aktivieren Schutz, aktivieren Schutz. Und was mache ich nicht? Genau, einen Schutz aktivieren. Aber irgendwie sind Banette und Luxra die einzigen, die was gegen Eis-Pokémon sogar so richtig krass ausrichten können. Super Potion. Okay, und was ist hier? Nichts. Vielleicht nur sichtbares Item, aber darauf habe ich gar keinen Bock. Wie viele Schilde damit gibt es denn noch? Ultrainer Gray. Gelate. Das ist cool. War dich ein cooler Trainer. Haha. Lustig.
Gun-Tank. Toxin. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Cool Trainer so ein Platzhalter war, so. Ne, wenn ich so Romhacks gespielt habe oder so. TM07. Irgendein Eis-TM. Eisstrahl, komm. Es ist Müll. Jetzt muss ich rausgehen, weil der Spaß da falsch steht. Wisst ihr was, das machen wir im nächsten Part. Ich habe keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Süß.